Alter, verpiss dich. Das ist nicht dein Ernst. Wir fangen jetzt nicht den Vlog nach dem Aufstehen an, oder? Herzlich willkommen zu Marius' neuen Vlog. Alter, nein, ich habe gestern, als ich meine, mit deiner Kamera irgendwann so nachmittags. Scheiße, es ist ja nachmittags. Es ist schon nicht so ganz so früh mehr. Aber auch mal schön, so lange zu schlafen, oder? Es wirkt so, als ob ich der Langschläfer wäre. Sonst war ich immer zuerst wach. Richtig. Ich habe schlecht geschlafen, weil Julian mich gestern Nacht sehr, sehr lange erschreckt hat. Immer. Er hat so getan, als ob er Psychopath wäre und ich hatte Lebensangst. Lebensangst. Dann hatte ich. Dann hat sich das ganze Spiel umgedreht. Und dann hatte ich Albträume. Und dann wurde ich auch verrückt irgendwann und dann war es vorbei. C'est la vie, ja? Ja. Jetzt, was machen wir jetzt? Frühstück? Ich würde schon sagen, oder? Aber wir haben eingekauft und sind jetzt im Sparmodus. Ach so! Und Julian hat gezwungen, mich zu rasieren, deswegen sehe ich so aus. Ja, endlich, so ab der Bart, ne? Aber ist mir nachgewachsen. Können wir mal liken, wenn der Bart wieder zurück soll. Oder ein Dislike, wenn er nicht zurück soll. Bartholomew, können wir einen Bart in YouTube Instagram-Account machen. Okay, frühstücken jetzt, oder was? Bizeps flexen, Alter. Okay, ja. Aber jetzt filmen wir einfach jede Situation. Egal. Last question, next backstation. Was denn? Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Küche. Wir machen hier gerade einen Smoothie. Inhalt sind 2 Orangen, 1 Apfel, 4 Bananen, ein paar Erdbeeren. Das ist eine Erdbeere. Und ja, dazu kommt gleich ein wenig Wasser. Und diese Reste hier von der Carbonara von gestern, die knüpfen wir einfach auch noch mit rein in den Jockelbraten, damit das Ganze schön schmiert und die Flunder da ja richtig am Aalen ist, wenn wir ins Wasser gehen. Und jetzt, was haben wir jetzt noch mit rein, Julian? Eine Geheimzutat. Super, wo ist die denn? Die hole ich jetzt mal aus dem Schrank. Die ist beim Hundefutter. Also, ich mag das vielleicht auch nicht so von so Namen. Okay, wir warten, bis der Bart wieder da. Maxi, gut, Job, oder? Aber ich muss ja mal sagen, auch wenn ich halb krank bin, wenn ihr aufwacht, ne? Und dann, ihr seht zwar erst Julians Gesicht, okay, ich denke sich so ein bisschen, aber dann seht ihr das hier. Das ist schon ganz geil. Und da hinten, da sieht man immer so morgens, dreht so der Levante rein. Das ist da, wo die Schaumkronen sind. Und das bedeutet, dass wir nachher so 20 bis 30 Knoten haben werden, wie im ersten Vlog. Und ja, wir sind zwar beide ziemlich erkältet, aber ich glaube, das wird gut. Oh, zum Smoothie gibt es Zwiebeln, Tomaten und 8 Eier. Ich fahre dich jetzt zu deinem Bus. Ja. Oh, wäre cool, wenn die Kamera nicht rausfällt. Oh. Oh. Ey, pass auf! Das ist so ein Kreisel hier, oder? Ja, wir fahren ja in getrennten Bussen auch. Ja. War eine ganz gute Aufnahme eigentlich auch, glaube ich. Du hast das Auto geschrottet einfach. Naja, Alter. Da ist mein Auto. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall mal im Auto. Als erstes Mal, dass ich auch eine Kamera mitnehme. Haha, ich habe nämlich auch eine Kamera. Und jetzt fahren wir nach Dunas. Leute, wir sind am Spot angekommen. Wir befinden uns in Las Dunas. Und das ist ganz nett, oder? Ja. Wisst ihr noch, als ich sowas gesagt hatte, wie von wegen jetzt kommt Ordnung? Ja. Aufgebaut habe ich das gleiche wie am ersten Tag, den ihr gesehen habt. Und zwar das wunderschöne 7-0er. Ich muss echt sagen, also das Fenster hier wurde ausgetauscht und es fährt einfach mindestens genauso gut wie vorher. Also voll verrückt. Was sagst du? Wir haben nur gesagt, wie das denn auch aussieht, wie du deine Vlogs drehst, damit die Zuschauer das auch mal wissen. Ja, so sieht das aus. Auf jeden Fall richtig hässlich. Also er macht die Kamera so. Ja, aber das Betriebsgeheimnis jetzt auch, deswegen wäre cooler, wenn du es einfach lässt. Also es brät ordentlich lang hier.
Wir machen einfach Doppelvlog. Geht mal auf Julians YouTube-Kanal und abonniert ihn und kommentiert bei irgendeinem seiner Videos, dass er auch mal ein Video machen soll. Mach das mal. Ich habe genau 2 Videos, eine Minute. Aber mein Rekord sind so 40 Aufrufe. Wie viele Aufrufe? 40. Vielleicht können wir bis morgen 4000 schaffen. Okay, wenn wir 4000 Aufrufe schaffen, fange ich an zu vloggen. Jeden Tag ein Vlog. Echt? Ja. Leute? Auf jeden Fall meinte Julian schon, er wird mir sein Speedmesser mal leihen. Und das heißt, ich werde meinen Speed messen. Und ich bin selbst mega gespannt, was dabei rauskommt. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass ich irgendwie... Ich denke mal, so 60 km/h wird das Limit heute sein, weil es ist extrem choppy hier. Aber ja, also ich bin echt gespannt. Und ihr könnt ja gerne mal jetzt das Video auf Pause drücken und schätzen, was mein Topspeed heute sein wird. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie ihr mich einschätzt. Und ich gehe jetzt raus surfen, schneide mir die GoPro auf den Rücken und nachher machen wir dann hoffentlich noch ein paar richtig geile Aufnahmen mit dem Stativ. Aber das werdet ihr dann alles sehen. Auf jeden Fall wird es Action zu Genüge geben. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr noch nicht kommentiert habt, dann kommentiert gerne. Haut rein! Zweiter Schlag, 55 bisschen drüber. Deins war in diesem Job hier 60 oder sowas, ne? Ja, nicht mal. Ich meine beim letzten Mal. Die Frage. Immer wenn ich Vollgas gebe, habe ich gar keinen Druck mehr auf dem vorderen Fuß. Also ich bin eigentlich nur noch mit dem hinteren Fuß so. Ich habe das Gefühl, wenn ich vorne drücken könnte, würde ich nochmal richtig schneller werden. Ist das zu groß Finne oder was ist das? Ja, probier gleich mal was anderes. 33 oder wie? Wie groß ist denn Gabel? Naja, so. Was, ich fände nur weit oben bei der 6-4. So wie so ein bisschen höher als deine Gabel. So 30, 36 schon.
jetzt natürlich auch hart, weil Top 16 PWA sind die anderen so ungefähr. Aber man merkt mal richtig, wie langsam man selbst ist. Und dann, wenn man so langsam ist, fällt einem auch mal auf, was das Problem ist. Und ich habe einfach keinen Druck auf den vorderen Fuß. Ich kann nicht Gas geben. Wenn ich Gas gebe, habe ich einen Spin-Out. Frag mal Basti, ich glaube vielleicht zu wenig oder zu viel Lusitsch oder so. Geil. So Leute, ich habe gerade eine neue Finne ausprobiert. So eine Chopper-Finne. Und das ist echt krass. Das ist so ein bisschen wie Tag und Nacht im Vergleich zur Hurricane-Finne. Weil sich das Ganze alles so ein bisschen anders dreht. Und Finnen sind ein gutes Thema. Weil mit Finnen wird es in den nächsten Wochen sowieso höchstwahrscheinlich News geben. Und da freue ich mich jetzt schon mega drauf, weil ich jetzt gerade gesehen habe, was für ein Unterschied das einfach macht. Ehrlich gesagt habe ich das einfach noch nie so ausprobiert. Und ich bin richtig begeistert. Und gleich werde ich nochmal Speed messen gehen und vielleicht knacken wir jetzt die 60. Das wäre auf jeden Fall krass. Richtiger Scheißdreck. Ja, ich weiß. Er möchte nämlich, dass ich Seeloch fahre. Ja, hat er mir auch gesagt. Dann habe ich ihm gesagt, du machst den deutschen Vertrieb. Und dann war er so, oh. Der andere Fahrer da hinten hat gerade einfach Julian Segel genommen und ausprobiert. Und mir dann erzählt, dass es richtiger Scheißdreck ist. Aber kann ja nicht richtiger Scheißdreck sein, weil Julian scheiße fast ist. Habe ich dann zu ihm gesagt. Und dann meinte er, no, Julian is slow as shit or something. Oder sowas in der Art. Und dann habe ich mir auf jeden Fall gedacht, geil, wenn Julian jetzt slow as shit ist, was bin ich denn dann? Slow as Urin oder was? Habe ich gemerkt, speedmäßig geht unfassbar viel. Also ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Geschwindigkeit so ist im Chop. Also drinnen ist, ihr habt ja bestimmt gesehen, so 30 bis 50 cm Chop. Also von allen Seiten. Und draußen ist dann so 1 Meter Welle. Die gehen jetzt hier einfach alle vorher. Verrückt. Für heute ist die Speed-Session allerdings vorbei. Ob das Video vorbei ist, weiß ich noch nicht. Das sage ich euch gleich. Don't you see? 2, 6 decades. Never to return. Never to feel whole. Isn't it so easy to lose yourself in time? Drive in this line to give yourself to one beyond what's good and bad. It kills me not to know.
mal los. Und wer sagt jetzt was? Ja, wie war deine Session? Wie war es vorhin? Ich weiß ja nicht, was du zuletzt gesagt hast. Achso, ich habe gesagt, entweder ist das Video jetzt vorbei oder nicht. Okay, ist noch nicht vorbei, denn ich bin nochmal vorhin gegangen. Das haben sie schon gesehen jetzt, also müsst ihr jetzt sagen, einfach, wie es war, ja. Es war sehr, sehr schön. Mit 7-0 Fohlen war natürlich schon ein bisschen Druck in der Tüte. Hast du nicht gesagt, es war voll entspannt? Ja, aber man war schon ordentlich am Hasseln. Mhm. Und dann ist die Sonne untergegangen. Ich weiß nicht mehr, das hast du die Sonnenuntergang gefilmt so ein bisschen? Ja, ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Es ist nicht so rübergekommen, wie es in echt ist. Okay, also, lass mal einmal drehen. Also so sieht es halt jetzt aus und man kann sich vorstellen, wie die Sonne halt untergegangen ist. Ah, ist halt zum Beispiel auch der Mond. Das ist der Mond, genau. Ja, unter anderem. War ich schon mal. Hier geht's aber 8 Monde. Auf jeden Fall konnte man mit dem Foil einfach direkt in die Sonne reinballern. Also metaphorisch. Sah auf jeden Fall krass aus. Du und Basti, ihr seid ja bis ganz nach hinten. Genau, wir sind von hier, von Dunas bis nach zum Arte wieder gefoilt innerhalb von, weiß ich nicht, kürzester Zeit. Ich habe übrigens, als ich euch zugeschaut habe, richtig Bock auf Foilen bekommen, ne? Es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, ja. Und dann zurück einfach nur Halsen gefahren und dann einfach kurz gechillt, als die Sonne so gerade am Droppen war. Das war einfach richtig geil. Krass, Mann. Und ja, jetzt hat man ordentlich Hunger auf jeden Fall. Ja. Weil eigentlich sind wir noch ein bisschen angeschlagen und wollten halt eigentlich entspannt machen, aber da wurde es auf einmal so eine. Richtig angefangen. Auf einmal wurde es dann eine zwei Stunden Slalom-Session mit anschließender 2 Stunden Voll-Session. Ja, Mann. Und tut mein Arm schon langsam, wie machst du das denn immer? Ja, also ja, das ist tatsächlich so ein bisschen Schultertraining auch. Ja. Nee, ich habe auf jeden Fall Basti gefragt, ob er vielleicht noch ein Starboard-Foil da hätte und. Hat er nicht, Entschuldigung. Ja, vielleicht kommt in Zukunft eins. Auf jeden Fall, Leute. Haut rein, dieses Video ist hiermit vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Warte, jetzt ist erst vorbei. Denkt an die Challenge, ne? 4000. Klicks bei dir? Ja. Jago! Und die gefragt, aber. Richtig an.